So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir das Team Nummer 2, also das zweite Starter-Team. Das letzte werde ich euch mal in die Playlist packen. Das ist Team Nummer 2. Im letzten Video gab es ein Serie A-Team. Ich habe euch gefragt, ey, was wünscht ihr euch für Videos? Und wir haben wieder einen Top-Kommentar. Ich lese ihn euch ganz kurz vor und werde ihn euch im Hintergrund einblenden. Findet die kurzen Videos oder die... Ich habe das falsche Bild gedruckt. Jungs, ich habe das falsche Bild gedruckt. Oh Gott, ich bin so lost. Den eigentlichen Kommentar, den ich euch hier an die Wand hauen will, ist von Luca. Vielleicht auch ein kleines Hybrid-Team mit einem Budget von 100, also von ca. 150k, was relativ realistisch nach einer Woche mit bisschen Glück und Skill ist. Ist ganz cool, also maximal 150k Hybrid-Team und was man nach ca. einer Woche erreichen kann. Ich habe euch ein Team bereitgestellt oder werde euch gleich im Team zeigen. Wir gehen direkt rein, Freunde. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und nicht zu FIFA 22 verpassen wollt. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Let's go. Wir haben hier die 4-3-3-Formation in der dritten Variante. Wir haben ein Hybrid-Team. Wir fangen mit dem Torwart an. Ich werde es diesmal nicht zu lang ziehen, Freunde. Ich habe im letzten Video zu viele Stories erzählt, weil da auch viele Napoli-Spieler am Start waren und ich da viel zu erzählen habe oder hatte. Wir fangen an diesmal mit dem Aufsteiger vom letzten Jahr. Es ist Leeds mit einem französischen Torwart. Ich glaube, der hat im FIFA 21 derzeit ein 72er Rating als Silberkarte, sollte geupgradet werden auf eine Goldkarte und wenn es der Fall ist, haben wir im Torwart oder im Tor ein 75er Torwart Franzose, sehr wichtig, warum, werdet ihr gleich sehen. Das ist Meslier, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, Bro. Sieht extrem jung aus, wie jung er ist, will ich jetzt nicht nachschauen, sonst geht das Video wirklich gleich noch unendlich lang, aber wir haben im Tor auf jeden Fall Meslier von Leeds United. Franzose, wie gesagt, sehr wichtig. Dann geht es weiter auf der Rechtsverteidigerposition. Hier kann man im Grunde jeden Rechtsverteidiger aus der Premier League reinstellen. Aber ich muss vorab sagen, Freunde, das Team ist von einem Mod von mir. Also er hat es gebaut, hat es mir zur Verfügung gestellt. Ich habe in der Modgruppe nachgefragt, ey Jungs, hat einer von euch ein cooles Hybrid-Team? Kann euch oder will euch auch gerne in Zukunft mit einbauen, wenn ihr coole Teams habt, sei es Hybrid-Teams, Bundesliga-Teams, Premier League-Teams. Das nächste Video soll in Premier League oder Bundesliga oder nochmal, wenn ihr Bock habt, ein Hybrid-Team Video werden. Gerne auf Instagram schicken. Instagram heißt es TheRealPaints. Gerne schicken, Freunde. Dann werde ich auch vielleicht euer Team benutzen. Diesmal haben wir das Team von dem lieben Mod von mir, von Simon Mertens, heißt er auf Twitter. Werde ich euch mal in die Beschreibung hauen. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir jetzt Cash reingetan. Also so heißt er zumindest. Wenn ich mich nicht täusche, spielt er bei Aston Villa. 78er Rating hat gerade noch, glaube ich, ein 75er oder 76er Rating. Wie gesagt, man kann an sich hier noch einen besseren Rechtsverteidiger Premier League reinstellen. Aber Jungs, wir wissen, wie es mit den Premier League Spielern am Anfang ist. Die sind sehr, sehr gerne sehr, sehr teuer. Ich glaube, deswegen werden wir hier auf jeden Fall auf eine günstige Variante gehen. Dann haben wir den Linksverteidiger und hier seht ihr schon, Hybrid-Team, Freunde, wir gehen in eine andere Liga und zwar ist es Deutschland, also es ist ein Deutscher, es ist aus der Bundesliga von Dortmund, es ist Schulz. Ich habe ihm mal ein minus 1 oder 2 Upgrade, glaube ich, gegeben. Mal sehen, ob die Karte dann wirklich so kommen wird, ob er nicht doch vielleicht Upgrade bekommt, ein Downgrade. Aber das spielt erstmal nicht zur Sache. Es geht erstmal allgemein nur um die Karten. Die offiziellen Ratings bekommen wir ja ab dem 1. September. Dann kann man auch bei Footbin, weil auch viele fragen, ey, Paints, wann kann man bei Footbin die Teams bauen? Ab dem 1. September sollte man dann circa auf Footbin die Teams bauen. Vielleicht ein paar Tage dann später. Aber nun gut, wir haben auf jeden Fall auf der Linksverteidigerposition Schulz. Dann haben wir die zwei Innenverteidiger, Elvedi. Wir brauchen ja irgendwie einen Link zu Schulz. Sieht sehr, sehr cool aus, wenn er denn so kommt. Und dann haben wir den Wechsel zu Liverpool. Hier, ich calle es, Freunde, ich stehe sogar auf. Ich calle, jeder Zweite wird mit dieser Karte am Anfang rumlaufen. Und wir haben hier Konaté von Liverpool. Hat am Wochenende noch nicht Stamm gespielt, Van Dijk und Matip waren Stamm. Aber sollte auf jeden Fall auch bei Liverpool ein guter Sub sein. Und somit steht erstmal unsere Abwehr. Wir haben erstmal für Konaté, deswegen auch Franzose im Tor, sehr, sehr wichtig. Haben wir einen grünen Link. Hier müssen wir auch halt abwarten. Bekommt er eine Goldkarte? Aber ich glaube, er war, wie gesagt, von Leeds eine 72er, 73er Rating kurz von der Goldkarte. Hoffen wir, dass sie EA gönnt und uns diesen französischen Link am Anfang gönnt. Ansonsten haben wir noch für Konaté gleich einen anderweitig grünen Link. Aber kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Elvedi hat noch nicht seinen grünen Link. Und dazu kommen wir dann jetzt, Freunde. Im linken ZDM haben wir Zakaria, auch von Mönchengladbach. Somit hat Elvedi wahrscheinlich. Elvedi seinen nicht grünen Link, also seinen Perfect Link. Er hat, glaube ich, sogar seinen Strong Link, nennt man es. Gleiche Land, gleiche Verein und somit haben wir hier diesen Ultra Perfect Strong Link. Nennt es, wie ihr wollt. Von jeder nennt es gefühlt anders. Elvedi ist erstmal ausgesorgt mit neuen Chemie. Ich kann euch auch vorab schon mal spoilern. Jeder wird hier auf Full, also auf Full Chemie kommen. Ich habe ihm mal ein minus 1 Downgrade gegeben. Ob es dann am Ende so kommen wird, werden wir auch sehen. Aber wir haben hier erstmal einen Zakaria stehen, der auch am Anfang eine sehr, sehr coole Karte sein wird. Wie im letzten Jahr. Viele haben im letzten Jahr auch in den Hybrid-Teams sehr, sehr gerne eingebaut. Im rechten ZDM haben wir dann direkt Sissoko und hiermit hat Konaté dann seinen zweiten grünen Link, wenn der Torwart, sage ich mal, nicht reicht. Oder nein, wenn der Torwart keine Goldkarte bekommt, dann könnte man einen anderen Torwart da reinhauen und hätte mit Konaté immer noch einen grünen Link. Durch Sissoko ist nicht wie bei Zakaria und Elvedi, gleiche Nation, gleich Verein, aber wir haben gleiche Nation.
und gleiche Liga und das reicht auch für einen dicken grünen Link. Auch Sissoko, was soll ich erzählen? Ich glaube, keine Karte. Oder schreibt es gerne mal in die Kommentare, wer an Sissoko drankommt. Wer wird jedes Jahr so oft so gerne eingebaut in Starter-Teams? Sissoko wird dir vielleicht keine 5 oder 10k kosten. Ich schätze ihn schon so bei 20, 30k vielleicht oder so bei 20k. Aber 150k war hier das Maximum, sage ich mal. Und das werden wir auf jeden Fall mit dem Team nicht überschreiten. Dann haben wir die nächste ZM-Position. Wieder etwas defensiveres, sage ich mal. Man kann auch in-game Sakaria dann etwas offensiv spielen. Kommt drauf an, was man da für eine Formation spielt. Und Ndombele, habe ihn jetzt gespoilert. Mit Sissoko könnte man dann defensiv spielen. Dieser grüne Link, Sissoko, Ndombele gibt es jedes Jahr, Freunde. Gibt es auch diesen Ultra-Strong-Link wie bei Elvedi und Zakaria. Auch er wird wahrscheinlich wieder in vielen Starter-Teams eingebaut werden. Man kann auch hier auf andere Spieler greifen. Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall diesen französischen Link vorne. Gleich geht es noch, ich kann euch auch hier schon mal spoilern, in Sturm komplett weiter mit Frankreich. Aber hier haben wir auf jeden Fall erstmal Ndombele, Sissoko und Zakaria. Das wird unser Mittelfeld dann werden, wenn man es denn so baut. Dann haben wir im linken Flügel... Und hier ist es die einzige Karte, wo man struggelt. Es sind gerade dicke Gerüchte, dass er vielleicht zu Inter Mailand wechselt. Und ja, wir reden von Thuram. Für Sakaria wäre es der grüne Link. Aber nichtsdestotrotz wäre es nicht schlimm, wenn Thuram wechselt. Dann könnte man etwas umbauen, weil Sakaria hat schon genug Chemie. Also er braucht diesen Thuram grünen Link gar nicht. Da könnte auch einfach einer aus der Bundesliga ein linker Flügel hin, der bei Sakaria dann nur ein gelber Link gibt. Also Zakaria ist damit Elvedi sowieso schon durch. Hier ist einfach nur die Sache, Thuram wäre eine geile Außenkarte, den man vielleicht in-game sogar auf der 10 spielen könnte, wenn man dann die enge Raute in-game gerne spielt. Aber hier ist es so ein 50-50 Ding. Wenn nicht, könnte man das Team etwas umbauen. Das Team ist ja auch eher nur so davon. Ich glaube nicht, dass jetzt einer jetzt wirklich zum Release 1:1 nachbaut. Ich glaube, dass er so da, um ein bisschen Gedanken spielen zu lassen. Ey, was könnte man denn so bauen? Welche Links gibt es dieses Jahr zu Hybrid-Teams? Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Team dafür, wo man ein paar Links sich anschauen kann. Im rechten Flügel haben wir dann aus der französischen Liga, wir gehen in die dritte Liga zu diesem Hybrid-Team. Wir haben Ikoné, Ligue 1, auch immer gut, brauche ich glaube ich gar nicht zu viel zu verlieren. Ich glaube sogar hat 4-4, wenn ich mich nicht täusche, oder 4-3 sollte er haben. Auch auf jeden Fall für den Start sehr, sehr cool mit knapp 90 Pace. Und dann haben wir in Sturm nochmal eine neue Liga, fünfte Liga, oder ne, die vierte Liga in diesem Video, also in diesem Team. Und das ist Defrel. Und hier habe ich euch ja eben schon gesagt, Freunde, es ist ein komplett französischer Sturm. Ndombele, Franzose, Thuram links und Ikoné rechts. Und somit könnte man egal welchen französischen Stürmer im Sturm packen. Wenn ihr zum Release aus einem Untradable Pack Mbappé zieht, aber nur 100k habt, könnt ihr euch auch hier Mbappé im Sturm packen und das Team, ja, drumherum bauen. Also im Grunde geht jeder Franzose, der ja Stürmer ist, könnte man hier in den Team einbauen. Kostenpunkt zu diesem Team, wenn ihr mich persönlich fragt, würde ich schätzen, nicht mehr als 100.000 Coins. Ich wüsste nicht, außer vielleicht Ndombele, Sissoko und Konaté, wer viel kosten sollte. Letztes Jahr Zakaria könnt ihr euch anschauen, bei Footbin hatte ein 83er Rating, wie gesagt, wenn er denn überhaupt ein Downgrade bekommt, und hat trotzdem, glaube ich, nicht mehr als 30k oder als 20k gekostet. Nun gut, wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann zu dem Hybrid-Team. Ich habe mich diesmal etwas kürzer gehalten, habe es zumindest probiert. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, schickt mir auf Instagram gerne Teams, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, Paints, das ist ein überkrasses Team, das musst du ins Video reinhauen. Checkt ansonsten Simon Mertens auf Twitter ab. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Ich bin erstmal raus. Schönes restliches Wochenende. Haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.